kommen Sie gerade? Ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung im Familienministerium. Da ging es um das Thema starke Berufsfrauen mit Migrationshintergrund, die so ihre ganz persönlichen Erlebnisse und die ersten Schritte im Beruf in der neuen Heimat berichtet haben. Das war ganz spannend. Haben Sie einen Lieblingstag während der Sitzungswoche? Ereignissen, auf die Sie sich dann besonders freuen, ritualisierte? Das ist, glaube ich, der Mittwoch, weil es da in den Ausschüssen halt wirklich um Themen geht und das macht mir am meisten Spaß, die inhaltliche Arbeit und Diskussion. Was hat Sie am meisten überrascht, als Sie in den Bundestag gekommen sind, mit dem Sie so nicht gerechnet haben? Also am meisten hat mich überrascht, wie schnell man als neue Abgeordnete hier von den, sag mal, alten Hasen akzeptiert wird und auch in Verantwortung kommt. Ich bin ja jetzt für die CDU als neu gewählte Abgeordnete gleich Obfrau im Kulturausschuss geworden und damit hätte ich so schnell jetzt nicht gerechnet. Und organisatorisch, gab es da auch was, was Sie überrascht hat, den Verwaltungsabläufen, wo man vielleicht länger braucht, um reinzukommen oder so, oder gar nicht dann? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte aber auch den großen Vorteil, dass ich in den letzten Jahren als Büroleiterin der Abgeordneten im Wahlkreis gearbeitet habe. Das heißt, ich wusste eigentlich, wie es hier funktioniert und habe halt auch meine ehemaligen Kollegen alle übernommen als Mitarbeiter. Und was ich nicht wusste, wissen die. Und insofern, das ging recht reibungslos. Das Team um einen herum ist auch wichtig, oder? Das ist das Allerwichtigste. Das ist so, man denkt ja mal, Politikerinnen, Politiker sind dann die Einzelkämpfer, die das machen. Nein. Aber da ist noch eine Mannschaft. Nein, das sind sie nicht. Das ist drumherum, die Mannschaft, die das mitmacht, ja. Okay. Also alleine geht's nicht. Die erste Rede haben Sie auch gehalten? Die habe ich gehalten zum Thema Equal Pay Day. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht aufgeregt war. Ja, schon ein bisschen. War schon sehr, sehr Puls, spannend in dem Moment, wo man hochguckt und sieht, die Kameras sind wirklich angewiesen und war aufregend. Jetzt ist ja die letzten Monate, man kann sagen, eine Menge passiert, aber auch sehr viel Stillstand gewesen. Wie ist so Ihr Zwischenfazit vom Beginn der parlamentarischen Arbeit bis heute? Also die Regierungsbildung hat einfach viel zu lange gedauert. Das, finde ich, haben die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht kritisiert. Gut finde ich, dass wir uns jetzt auf einen guten Koalitionsvertrag geeinigt haben, mit der ganz viel Macht für Familie und für die Kultur, auch im ländlichen Raum gerade. Das gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass wir jetzt ganz schnell dazu kommen, unsere vielen Vorhaben auch erfolgreich umzusetzen. Hat da irgendwann wurde der Schalter umgelegt, dass man dann auch gemerkt hat, dass ich wahrscheinlich so Anfang des Jahres, so bis im Februar rein, dass dann ein anderer Geist weht und dann wieder auch in den Ausschüssen die Arbeit begonnen hat und natürlich das anders ist als noch während der Regierungsbildung. Ne? Mit der Konstitution der Ausschüsse ging die inhaltliche Arbeit ja richtig los und ich glaube, da haben alle die Ärmel noch mal ein Stückchen höher gekrempelt und losgelegt und ja, nach Unterschrift des Koalitionsvertrages und auch der ersten gemeinsamen Besprechung habe ich für mich ich bin motiviert und Sie haben gerade gesagt, kann Sie losgehen. Sind Obfrau im Kulturausschuss. Ja. Ist das auch ein Bereich, in dem Sie tätig sein wollten? So Wunschausschuss sozusagen? Das war neben Familie mein absoluter Wunschausschuss. Ich habe immer gesagt, ich möchte mich gerne für Familien und Kultur im ländlichen Raum stark machen. Ich komme ja aus dem ländlichen Wahlkreis, bin selber Kulturwissenschaftlerin, habe seit vielen Jahren bin ich ehrenamtlich tätig an einem Theater. Und ja, das ist genau mein Ding, das wollte ich machen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat. Sie sind da im Programmbeirat oder genau. Im Programmausschuss von dem Theater. Und was steht auf dem Spielplan? Was läuft? Also wir haben auf unserem Spielplan drei Abos jedes Jahr. Das sind drei Schauspielabos, also es ist ein reines Gastspielhaus. Die Abos verteilen sich so ernsthafteres Abo mit Klassikern. Ein reines Boulevard-Abo und ein bunt gemischtes Programm, auch mit Musiktheater. Und zusätzlich noch mehrere richtig großartige Künstler, die wir dann so zu Konzertabenden da haben. Im nächsten Jahr zum Beispiel Gitte, Gustav Peter Wöhler, das kommt gut Tim an. Fischer. Das Region kommt dann, sehr, also sehr gut an. Und wir haben auch einen großen Einzugsbereich, decken da also wirklich viele Dörfer und Gemeinden ab, die ansonsten nicht die Möglichkeit hätten, so fix mal ins Theater zu gehen. Und mein persönliches Highlight ist die erste schleswig-holsteinische AIDS-Gala, die wir im nächsten Jahr bei uns organisieren. Mit ganz vielen tollen Künstlern wie Tim Fischer, Rainer Bielfeld, Monty Arnold. Auch, ja. Genau. Großartiger Künstler. Schön.
Wie viel kriegen Sie von Berlin dann noch mit, jenseits der Politik? Es ist ja kulturell, gibt es ja auch einiges, was sich lohnt, aber da bleibt wahrscheinlich wenig Zeit. Ein bisschen weniger, als ich es mir wünschen würde, aber immer noch genug. Mhm. Ich habe eine kleine Wohnung im Prenzlauer Berg und das ist für mich auch eine schöne Abwechslung zu meinem doch sehr ländlichen Zuhause in Schleswig-Holstein. Das Beste von beiden Welten dann genau mitzunehmen und Ideen auch nach Schleswig-Holstein zu tragen. Wie sind Sie generell zur Politik gekommen? War das schon immer ein Wunsch, auch mal im Bundestag tätig zu sein? Nein. Ich bin zur Politik gekommen über meinen früheren Lehrer, der ja im Rahmen einer Politik-AG mein Interesse an gesellschaftspolitischen Fragen erstmal geweckt hat. Dann kam ich in Kontakt zur Jungen Union, habe dann aber erstmal studiert und gearbeitet, war politisch in der Zeit nicht tätig und bin dann 2004 hauptberuflich in der CDU in Schleswig-Holstein gelandet. Mhm. Und so nahm das seinen Lauf. Was treibt Sie dann immer wieder an? Es ist ja sicherlich auch, das Theater ist auch nicht einfach. Da gehört auch viel Herzblut und Leidenschaft dazu. Nee, das macht aber auch sehr viel Spaß. Ja? Was bei der Politik, wann haben Sie das Gefühl, Sie kommen auf Ihre Kosten und der Einsatz lohnt sich? Also für mich ist das Wichtigste, dass ich die Möglichkeit habe, die Lebenswirklichkeit meiner Generation nach Berlin zu bringen. Also einer berufstätigen Mutter mit Kindern im Grundschulalter, die aber auch natürlich Eltern hat, mit denen man schon mal, die sind Gott sei Dank sehr fit, aber mit denen man natürlich auch schon über Pflege, Vorsorgevollmachten spricht. Diesen Spagat, glaube ich, machen ganz viele in meiner Generation und für die möchte ich mich einfach einsetzen und mehr Freiräume schaffen. Haben Sie eine persönliche oder eine politische Bucketlist, auf der 2-3 Punkte stehen, an deren Ende Sie zum Ausgang der Legislaturperiode gerne einen Haken machen wollen? Ja. Entlassen Sie mich. Nein, genau. Entlastung von Familien, ja. So wie ich es eben schon gesagt habe. Die Teilhabe, kulturelle Teilhabe im ländlichen Raum. Was mir persönlich aber auch sehr wichtig ist als norddeutsche Abgeordnete, ist der Einsatz für unsere maritime Wirtschaft. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass wir vielen Berufsgruppen einfach mehr Wertschätzung entgegenbringen müssen. Das sind einmal die Pflegeberufe, ein ganz wichtiger Punkt für mich, aber auch Polizei, Bundeswehr, Rettungskräfte, dass wir da einfach diesen Leuten den Rücken stärken und es für sie einsetzen. Jetzt wieder Themensprung und es geht zurück in die Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Konzert, ja, auf dem Sie waren? Das war ein Peter Kraus-Konzert mit meinen Eltern, weil meine Mutter ein großer Fan ist. Oh, da könnte man es zusammentun, meine Mutter auch. Mein erstes selbst ausgesuchtes war ein Bon Jovi-Konzert, für das ich sehr, sehr lange quengeln musste, dass ich hin durfte. Ah, okay. Und Ihre erste Schallplatte oder erste CD, die Sie gekauft haben? Die erste haben? Selbst gekaufte waren die Ärzte. Das war bei mir auch so der Fall. Na. Gibt Gemeinsamkeiten. Vielen Dank für die 400 Meter. Gerne. Letzte Frage, wo geht's jetzt noch hin? Was ist der nächste Termin auf Ihrem Kalender? Jetzt geht's kurz ins Büro und danach geht's zur Fraktionssitzung und danach tagt noch die Landesgruppe. Und irgendwann ist dann der Tag auch vorbei, ja? Dann ist der Tag irgendwann vorbei, genau. Vielen Dank.